Hallihallöchen und Servus YouTube. Herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Oha, was ist mit den Fahndungsstellen los? Die sind weg. Sehr schön. Wir treffen das FIB. What's he been telling you? No, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying... Oh, you're good. The three cunts. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're gonna use this money to finance a war on our streets, and we need you boys to requisition that money for us. The bombs are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us. Yeah, fuck you. Hey, look, man. It is what it is. Now, how the fuck we gonna get this done? I don't know. Hört sich nicht gut an, Freunde. Hört sich nicht gut an. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck the block. Tow truck, sack them. We get some disguises, and we're golden. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. So, wir sind wieder mit Trevor unterwegs, aber nicht mit der Karre, wenn dann mit dem Truck. Den finde ich umso geiler. Verlasse das Gebiet, okay. Also hier oben ist echt so ein Eck, wo wir uns immer treffen, wenn wir irgendwas aushacken. Die drei. Warum die Keller, kennen die alle kein Links vor Rechts oder was? So. Neuer Kontakt, Dave. Rufen wir ihn mal an. Vielleicht geht er heran. Dave Norton. Leave him. Tut er nicht. Okay, Freunde. Ah, Konferenz. Hey, guys, a few more details. We'll need boiler suits and masks for this job. The garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh, yeah, get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot. And make sure... Vorbereitungsaufträge sind verfügbar bei HS. Was nehmen wir? Wir nehmen wir zuerst die Masken. Hallihallöchen und Servus, Freunde. Ja, wir machen den ersten Teil der Vorbereitung. Wir kaufen drei Masken beim... Bei der Emanation. Bin ich hier richtig? Masken, die kauft man doch eigentlich woanders, oder nicht? Na, ich hätte Trevor jetzt sowieso erstmal was Ordentliches gekauft. Was Anständiges. Ich würde sagen, dann nehmen wir doch den Pulli hier. Wo kann ich denn hier Masken kaufen? Das ist mir bisher noch nicht geläufig geworden. Kauf uns mal erstmal eine Limo. Dann lass uns mal schmecken.
Na gut. So. Was haben wir hier? Tassen, Schuhe, Panzerungen. Ja, Panzerung ist sicher nicht verkehrt. Wir haben eh noch genug Geld, oder? 75.000 oder sowas. Das reicht auf jeden Fall. Wir können... Okay, Waffen haben wir eigentlich alle. Haftbombe. Oh, haben wir noch nicht. Kaufen uns gleich mal ein paar. 25, mehr geht nicht. Was ist das? Eine AP-Pistole. Könnte man... sogar verwenden. Ich glaube, die ist gar nicht mal schlecht. Sogar mit Schalldämpfer. Richtig genial. Platinfarbton. Mhm. Gut, 700 Schuss sollten da nicht ausreichen. Nehmen wir mal gleich 1000. Was haben wir noch Neues? Messer. MP haben wir bereits. Oh, was haben wir Neues? Karabiner haben wir auch. Sniper haben wir auch. Was? Wir können uns endlich das schwere Scharfschützengewehr kaufen. Ist das genial, Freunde. Mehr Schussweite, mehr Genauigkeit. Minimal niedrige Feuerrate und noch mehr Schaden. Panzerbrechende Munition. Jetzt, Freunde, kann es echt abgehen. Ist das genial. Endlich die Barrette. Kaliber 50. Also mit dem Teil, da knacken wir so ziemlich wirklich alles. Kaufen uns gleich mal so um die 1000 Schuss. Dann können wir uns noch ein bisschen über die Farbe streiten. Was uns da am besten gefällt. Ja, ich finde dieses Orange gar nicht mal so hässlich. Obwohl, naja. Nehmen wir es mal. Dann können wir uns noch die Sturmschrotflinte holen. Auch die scheint aber auch ordentlich Power zu haben. Was, ein größeres Magazin, unglaublich. Ein Griff, taktisches Licht und Schalldämpfer. Die Frage ist, muss ein Schalldämpfer sein? Bei der Schrotflinte eigentlich nicht. Dann können wir uns hier auch noch die Farbe aussuchen. Dann nehmen wir dann Platin. Ansonsten müssten wir eigentlich noch den Lenk, den RPG sogar kaufen können. Ja, der kostet nur 6000. Granatwerfer haben wir sogar auch. Also wir haben eigentlich alle guten Waffen. Das ist unglaublich. Wir haben schon wieder, es gibt kaum mal was, was es noch nicht gibt. Also vielleicht hier die zwei MGs, das Kampfgewehr und eine Minigun. Ansonsten haben wir sogar eine Panzerfaust, 20 Raketen, also geiler geht's ja kaum. Das finde ich mal echt geil, Freunde. So, dann hätten wir uns mal von den... Ach, der Maskenstand ist doch draußen, oder? Ich Depp. Stimmt, der Maskenstand wird draußen sein. Nee. Hä, was soll ich hier machen? Ist doch nichts. Oder schon? Ich verstehe den Sinn hier immer noch nicht ganz. Was soll ich denn hier kaufen? Ach, ein Overall. Da steht. Ich dachte, ich sollte was anderes kaufen. Also, okay. Den schwarzen Overall. Overall. Ein Overall für Michael. Und für Franklin. Okay. Hätten wir erledigt. Verlass Emanation. Das war es eh schon. Ich dachte, wir müssen was anderes holen. Na gut, Freunde, dann machen wir gleich... Oha, Blaumänner. Das ging aber schnell. Wir machen aber alle drei Missionen jetzt in einem. Das heißt, jetzt geht's weiter mit der Vorbereitung für die nächste Mission. Also besteht jetzt hier eigentlich... jetzt kommen wir... Jetzt wieder ein Anruf. Augenblick. Ja, ist jetzt nicht so schwer. Dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug. Nee, nee, Freunde. Nee, nee, nee. Da muss was Besseres her. Schalt mal den scheiß Radio aus, der nervt mich schon die ganze Zeit. Also, was können wir denn mit M noch markieren? Die Masken und einen Abschleppwagen. Dann holen wir uns zuerst die Masken, würde ich sagen. Das sind 1,6 Kilometer. Aber ich will nur noch ein Auto mit ein bisschen mehr Leistung. Was ist hier los? Pixar. So, mein Bike. Das ist hoffentlich auch gut genug. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich vermisse es mal wieder Motorrad zu fahren, deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach mal das Bike und düsen ab.
Ach, das Fahrzeug eignet sich auch als Fluchtfahrzeug. Wie cool. Da kann ich eh alles benutzen, oder was? Und wissen, natürlich mit Mini oder Smart wird es wahrscheinlich dann schwer, aber ansonsten geht wahrscheinlich eh alles. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, aus mit dem Radio hier. Na gut, dann kaufen wir hier, genau, hier gibt es ja den Maskenstand, kaufen wir die Masken. Lassen wir uns was Lustiges einfallen. Ich würde aber hier sogar Sturmhauben bevorzugen. Simple Sturmhauben, schwarz. Kaufe drei Masken, sehr schön. Rein theoretisch könnten wir auch drei verschiedene kaufen. Nein, ich will auch keinen Tanktop, verdammt nochmal. Obwohl, wir können sie ja mal... Können sie ja mal kaufen, meine Güte. So, Phoenix Wrestler Maske bestimmt nicht. Soweit kommt's noch. Eine Affenmaske, irgendeine Hockeymaske, sieht auch ängstigend aus. Weltraum-Affenmaske, unglaublich. Totenkopfmaske, ja, die könnte man vielleicht sogar noch lassen. Schweinemaske. Ach so, mehr gibt's gar nicht. Ja, okay, dann würde ich sagen, kaufen wir für Trevor. Silberne, für Michael die goldene und für Trevor auch die goldene. Für Franklin. Okay, Masken werden erledigt, Freunde. Bestanden, Masken. Sehr schön. Reiter hat wieder keine 100%, ich verstehe es nicht. Die Mission sind, also die 100% hier zu erreichen, ist eher ein Glücksfall. Da ist unser Fluchtfahrzeug, Freunde. Seht ihr das? Raus mit dir. Und jetzt haben wir unser Fluchtfahrzeug. Naja, dezent ist es nicht. Unscheinbar auch nicht. So, Fluchtfahrzeug. Dann rufen wir Michael an, oder? Kontakte. Nein, nicht abhängen. Ich will... Was ist mit Lester? Ist der überhaupt irgendwo da? Lester? Lester ist hier gar nicht da. Wir haben Fahndungslevel, super. Boah. Jetzt dürfen wir erstmal fliehen. Was ist das denn hier? Alter, geile Sache. Das Teil wäre aber auch noch unscheinbarer, noch aufmerksamer. So, wir haben noch ein bisschen Sterne. Ein. Jetzt noch Glück haben, ist da gleich weg. Na, eigentlich müsste das doch... Oh, wir können sogar schnell speichern, Freunde. Das wusste ich auch gar nicht. So, Fahndungslevel ist weg. Finde ich sehr geil. Einstellungen. Wo mussten wir das jetzt einstellen, dass... Ganz ehrlich, wo muss ich denn jetzt das... Was? Leute, wir müssen noch ein Frucht... Findet eins, bringt es an ein Abgelegenes-Örtchen und ruft die anderen Bescheid. Okay. Na gut, dann versuchen wir das jetzt mal. So, wir sind hier mitten in der Stadt. Ich weiß nicht, wo ich hier... die Karre... unterstellen soll. Höchstens vielleicht irgendwo... im Parkhaus oder so. Das ist auch eine doofe... Stelle. Obwohl, jetzt sind wir schon im Industriegebiet, jetzt habe ich einen Platz für uns. Und zwar... hier unten bei der Tuningwerkstatt. Da wird es bestimmt keiner sehen. Und dann werden wir noch ganz kurz in die Tuningwerkstatt rein und ein bisschen mehr aus dem Teil rauskitzeln. Aus der Kokwette. Erstmal reparieren, Panzerung. Oh, wir können 80% reinhauen, das ist sehr geil. Das finde ich doch echt geil. Dann können wir noch eine lackierte Heckstoßstange mit Diffuser. Oh mein Gott. So, Motoreinstellungen, Auspuff. Kotflügel.
So, im Prinzip haben wir jetzt eh alles Wichtige eigentlich drin. Nehmen wir noch den Diffuser dazu und haben wir noch 1900 übrig, dass wir die Karre einfach ein bisschen tunen. Schwarzes Nummernschild. Überrollkäfig am besten, ja. Dach, Carbon, nein, will ich nicht. Seitenverkleidungen am besten aus. Obwohl, nehmen wir die Carbon-Seitensachen. Spoiler haben wir noch. Oh, jetzt wird spannend. Am besten auch den. Federung. Getriebe, oh, das werden wir uns nicht mehr leisten können. Kostet zu viel. Turbo mit 8000 auch zu viel. Ich werde schusssichere Reifen. 4000 auch zu viel. Das wäre jetzt nur wichtig gewesen, dass wir uns schusssichere Reifen holen, Freunde. Wenigstens die Federung müsste noch gehen, jawohl. So, die Karre ist relativ getuned. Und dann würde ich sagen, hauen wir es uns einfach mal hier irgendwo. Das ist dieser. Jetzt sich für das Fluchtfahrzeug. Wähle Fluchtpunkt. Markieren, wenn du Michael anrufst. Hä? Ach so, wenn der Ort passt, okay. Da hätte ich echt gesagt, wir stellen es hier unter irgendwie. Hier ist eigentlich ein guter Platz. Dieser Ort eigentlich das Fluchtfahrzeug. Fürs Fluchtfahrzeug. Okay. Wo sind die Kontakte? Hier, Michael wählen wir mal aus. Da ist er ja. Fluchtpunkt markieren. Sehr schön. Wäre das auch erledigt. We have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? La Mesa. Ach so, er sagt einfach nur den Ort, beziehungsweise den Ortsteil. Ja, du darfst beginnen. Die Antwort, den Namen der Mission zeigen. Okay, die Mission hat keinen Namen. Was fehlt jetzt noch, Freunde? Jetzt fehlt. Oh, Abschleppwagen, Müllwagen fehlt noch. Hallihallöchen, herzlich willkommen mit Danger Zone bei der zweiten Teil der, beim zweiten Teil der Vorbereitungen für den Raubüberfall. Wir müssen den Abschleppwagen und den Müllwagen besorgen. Frage ist, wo ist er? Jetzt ist er 400 Meter weg. Ach so, der fährt ja natürlich, ist logisch. Ich muss sagen, das Lied finde ich echt geil. Danger Zone, das feiern wir immer, wenn wir das hören, weil das so geil ist. Und weil es uns bei dem Raubüberfall bzw. bei der Vorbereitung auf GTA Online, da ist der Müllwagen, gespielt wurde, als wir mit den Chats abhauen mussten. Es war so eine geile Atmosphäre und sie ist echt nicht schlecht. Schöner Klassiker. Also wenn, dann hören wir meistens Los Santos Rock Radio. Und das ist jetzt mein Müllwagen. Bitte aussteigen. Ihr bekommt natürlich eine Vergütung oder auch nicht. Oder einen Arschtritt oder irgendwas. So, jetzt fahren wir zurück zum FIB-Parkplatz. Also ein Müllwagen ist eigentlich immer cool, weil er so fett einfach aussieht. Das war in GTA 4 genauso. Ach super, erstmal die Fahndung schnell loswerden, logisch. Wo war denn eigentlich der Parkplatz? Das weiß ich ja nicht mal. Das ist schon das Problem, da geht's schon los. Demenz des Grüßen. Ah, das ist da oben irgendwo. Ja, genau da oben, wo das Schild ist. Okay. Nicht dein Ernst, oder? Scheißdreck. Obwohl, hier könnten wir vielleicht fliehen. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Hier unten ein bisschen Verstecken spielen und dann müssten wir auch die Sterne loswerden. Sieht mir gut aus. Also hier sind mich die bestimmt nicht. Dann warten wir mal kurz. Alter, schon hat übelst die Schnittwunden. Na kommt schon. Jawohl, weg ist er. Der Fahndungsstern oder die Fahndungssterne. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie wieder hier rauskommen.
Also von der Leistung her ist natürlich brutal schwer, so ein Müllwagen, und zieht auch halt nicht gut. Mich wundert, dass dieser Venom oder Phantom Truck so übelst schnell beschleunigt. Das ist echt nicht mehr normal. Also Respekt. So 1,6 Kilometer haben wir, ist jetzt nicht die Welt. Da vorne, glaube ich, müssen wir eine Ausfahrt runter. Jawohl. Nebenbei könnt ihr mal den schönen Sonnenuntergang genießen. Ist immer wieder traumhaft in GTA. Die Welt ist einfach der Hammer. So, 900 Meter, wir sind also gleich da. Was war's noch, was gefehlt hat? Ein Abschleppwagen. Okay, da könnte Trevor uns doch, Michael, verdammt nochmal, Franklin, uns doch vielleicht weiterhelfen. Weil ich doch weiß, dass der mal am Anfang ein paar Mal Abschleppwagen gefahren ist. Und den gibt es eigentlich auch da in der Nähe von der Bullerei gleich gegenüber, wenn die Autos beschlagnahmt werden. Da ist der zu haben. Beziehungsweise zu bekommen. Und, oh, was fährt vor uns denn da? Ein Stinger? Nee. Der Müllwagen ist hier. Wunderbar. Ich denke mal, mit dem Auto können wir gleich abhauen. Danke, dass es da steht. Müllwagen geschafft. Super. Und gleich. Was fehlt dir jetzt noch? Der Abschleppwagen, glaube ich. Ach so, ruft er erst an. Sanitation trucks there now, so don't you bother. Super, dann drücken wir M. Wählen Abschleppwagen und das sind noch knappe 2 Kilometer. Ja, meine Fahrkünste wieder. Einfach genial. 1,7 Kilometer noch. Können wir doch vorstellen, dass das der Fleck ist, wo Franklin am Anfang immer Abschleppwagen gefahren ist, also ab und zu aushelfen musste. Das fand ich am Anfang echt doof. Der Anfang mit Franklin, den fand ich irgendwie total langweilig. Ich muss aber sagen, die Story wird einfach immer besser, komplexer und spannender eigentlich. Also, und wir haben noch nicht mal die Hälfte eigentlich von der Story. Wir haben vielleicht ein Drittel, das ist kaum zu glauben. Ich spiele natürlich auch nicht sehr regelmäßig, aber das zieht sich bei mir jetzt schon wirklich Monate hin, seit ich mit der Story angefangen habe. Vor allem, weil wir meistens wirklich auch GTA Online zocken. Und nur unter der Woche nehme ich halt dann GTA Story auf und dann ist das natürlich eine lange Zeit, bis man das Spiel dann durch hat, aber dafür hat man dann auch jede Mission gemacht. Nee, ist es doch nicht da, wo ich vermutete. Der Abschleppwagen ist woanders. Ist wahrscheinlich aber auch besser, den nicht direkt in der Stadt zu stehlen. Dafür lieber ein bisschen außerhalb. Kommen die Bullen nicht gleich mit. Klau den Abschleppwagen. Da ist er ja. Servus, Heinz. Ich nehme mal deinen Abschleppwagen ein bisschen, ne? Schlepp ein bisschen ab. Mach schon, oder? Mach schon, mach schon. Finde ich cool, danke. Hey, du hast gesagt, mach schon, passt doch. Oh nee, nicht wieder so ein Country-Gedöns. Jawoll. 2,5 Kilometer noch. Ja, ist jetzt wieder sinnlos, dass man hier da extra außen rumfahren muss. Jetzt hätte ich auch die Abkürzung nehmen sollen. Aber immerhin haben wir jetzt das letzte Stück. Das letzte Teil für den Raubüberfall. Es ist eigentlich kein Raubüberfall, aber es wird wieder was Größeres, denke ich mal. Das ist eigentlich das Geile, dass ich jetzt schon seit ein paar großen Coups und Missionen, dass man da immer vorbereiten muss und verschiedene Sachen organisieren muss. Das finde ich eigentlich recht hammer. Wie halt online auch. Deswegen muss ich sagen, gibt einfach nochmal so ein Kick, weil sich halt Missionen doch länger hinauszieht als nur einmal eine Mission für 10, 15 Minuten. Das war's dann, kein Bezug mehr dazu und da hast du wirklich dann ein paar Missionen oder eine ganze Weile damit zu tun, wenn was vorbereitet wird. Das dauert halt eine Zeit. Man geht dann mal von Wochen aus oder so. Sind echt ja auch nicht so, geht ja auch nicht auf einen Tag. Wenn sowas vorbereitet wird, da geht es teilweise schon Jahre vorher los mit der Planung. Ich meine, ich kenne mich da nicht aus. Ich bin nicht, bin kein Bankräuber oder sonstiges. Aber das ist, glaube ich, sowieso eine aussterbende Branche, weil mit den komplexen Tresoren und Schlössern und so weiter ist es, glaube ich, inzwischen schon
Also da musst du gar nicht mehr Tresor knacken, da musst du ja schon IT-Spezialist sein, um dann die Alarmanlage abzuschalten oder halt wirklich mit sich mit der Elektronik und der Computer auseinanderzusetzen, um dann irgendwas lahmzulegen, aber das ist inzwischen so schwer. Also Banküberfälle, glaube ich, gehen massiv zurück seit einigen Jahrzehnten. Und wir sind jetzt eigentlich da, also eigentlich hätten wir es ja jetzt geschafft. Tow-Truck is at the lot. Alright, that's everything. I'll call Steve, tell him we're ready to move on this. Na okay. Ey, immerhin 84%, nicht einen Kratzer, haben wir nicht geschafft. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir sind fertig, Freunde. Ich warte jetzt nur noch darauf. Jetzt wechseln wir kurz alle drei Charaktere durch, was die gerade so machen. Was? Wo ist denn Michael? Couldn't bring myself to do it. Was hat er übers Herz gebracht? Was hat er denn gemacht? Ein One-Head-Stand oder was, hä? Ich habe keine Ahnung. Das ist meine Karre, seit wann ist das meine Karre? Wir müssen das Aha, er hat gesagt, wir müssen es rausschinden. Weiß nicht, was er damit meint, aber okay, also wir müssen es auf später verschieben, das ist klar. Nur würde ich sagen, das hören wir uns genauer an in der nächsten Mission, was da dann los ist. Zuerst hole ich mir dann noch den Phoenix und dann in der nächsten Mission kümmern wir uns dann mal um die Infos, warum wir das jetzt verzögern müssen und so weiter. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Oh.